Jo Leute, da bin ich wieder. Ich habe mir gedacht, ich gebe mal wieder einen kurzen Snack-Tipp, wie ihr euch ganz schnell was Leckeres zum Essen machen könnt. Das nennt sich Pizzatoast. Das hat mir damals die Mutter eines Schulkollegen in der Volksschule damals gezeigt, beziehungsweise uns gemacht. Ist ganz einfach. Ihr nehmt einfach Toastscheiben. Ich habe jetzt mal Mehrkorn-Toast genommen. Den toastet ihr einfach mal vor. Dann ganz easy. Nehmt ihr einfach einen Schinken eurer Wahl. Verdammt, das klebt gerade sehr gut. Okay. Ihr nehmt einen Schinken eurer Wahl, klatscht den nochmal drauf, ne? Ganz egal, was für Schinkensorten ihr halt möchtet. Das legt ihr einfach mal drauf. Dann nehmt ihr noch Oregano dazu und ein paar Champignons. Das tut ihr dann einfach drauf. Die Champignons, ne? Achso, verdammt. Focus, Käse, Scheibenkäse, je nachdem, was für Käse ihr bevorzugt, sei es Gouda oder Cheddar oder ja, was weiß ich, Käse halt, den ihr mögt. Packt ihr da halt drauf, macht so kleine Kügelchen draus oder so ganz kleine Ecken, damit das nicht runterkommt. Es schmeckt wirklich verdammt gut, ist zwar jetzt nicht genauso wie eine Pizza, aber Pizzatoastmäßig kommt das ziemlich gut hin. Schmeckt auch verdammt lecker. Und wenn ihr kleine Kinder habt oder so, macht ihr damit auf jeden Fall Freude. Und die essen das auch richtig gerne, so wie ich damals in meiner Kindheit. Das ist richtig gut. Kann man weiterempfehlen. Einfach gemacht. Teil 2 muss ich noch hochladen, weil ich immer noch kein Schnittprogramm habe. Ihr werdet jetzt sicher denken, was, what the fucking Noob? Aber so ist das nun mal, ne? Okay. Dann halt ganz normale Champignons aus der Dose. Die klatscht ihr dann einfach drauf. Also, ja, ein bisschen dezent vielleicht, ne? Das auch ein bisschen optischen Reiz hat, ne? So. Schmeckt auf jeden Fall verdammt lecker. Aber davon solltet ihr euch selbst überzeugen können. Das mal abchecken, ne? Okay, da hier noch ein paar Champignons drauf. Da vielleicht noch. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Dann packt ihr noch ein bisschen Oregano drauf. Und weiter geht's dann in Teil 2. Wie gesagt, kein Schneidprogramm. Das packt ihr dann auf ein Backblech und dann brutzelt ihr das einfach im Backofen. Weiter zu Teil 2 dann. Ciao derweil.